Ein Flächenbrand am Rande der Autobahn 6 bei Walldorf hat am Samstagnachmittag für Verkehrsbehinderungen und eine weithin sichtbare Rauchsäule geführt. Nach Polizeiangaben hatte eine Person auf einem abgeernteten Maisfeld Abfälle verbrannt und dabei geriet das Feuer außer Kontrolle. Vermutlich durch Funkenflug kam es dann zu einer Entzündung des Maisfelds. Die Flammen fraßen sich über einen Grünstreifen bis zum Fahrbahnrand der A6 vor. Die Feuerwehren aus Walldorf und Wiesloch rückten an und konnten das Feuer schnell unter Kontrolle bringen. Da die Löscharbeiten auch von der Autobahn aus getätigt wurden und weil einige Autofahrer das Spektakel wohl ziemlich interessant fanden, kam es kurzfristig zu Verkehrsbehinderungen und stockenden Verkehr bis zu 2 Kilometern. Ein Sachschaden entstand laut Polizei nicht.